Hallo, noch eine Episode auf meinem Channel. Willkommen. Ich hoffe, Sie haben auch erfolgreich Ihre Pflanzen erzogen, beziehungsweise großgezogen. Ich mache dieses Video dieses Mal etwas vielleicht kürzer, aber ich mache ein Update auf meinen auf ein paar Calotheas, was ich habe, und konfrontiere mich bzw. Gehe ich mit einigen Problemen auseinander, erkläre ich Ihnen noch einige Sachen, was ich im Laufe des Zeites gelernt habe, beziehungsweise mich erkundigt habe, was ich jetzt vor Erfahrung gesammelt habe, und ich hoffe, das sind die häufigsten Probleme, was jede Pflanzenliebhaber, sag mal, so hat. Und hier sehen Sie vielleicht ein paar schöne Exemplare. Das ist meine Calathea maranta, Lemon Lime. Ich habe sie als gesunde Pflanze bekommen und sie hat sich auch prächtig entwickelt. Sie strahlt praktisch. Wir sehen die Farbe, wir sehen die Position. Jetzt ist es später Nachmittag, früher Abend. Sie bereitet sich schon nach oben. Sie steht so gegenüber dem Fenster und dann hat sie. Können wir so seitlich sehen, ganz ihre Blätter auf die eine Seite positioniert, um die Licht besser zu erhalten. Sie breitet sich sehr schnell, sie ist bis jetzt in einem normalen Topf, aber ich würde jetzt die Maranta-Liebhaber trotzdem raten, einen Hängetopf zu besorgen. Das kaufe ich mir in ein paar Wochen, um die Pflanze aufzuhängen, sodass sie nach unten fallen kann. Weil ich hatte hier ein kurzes Problem. Irgendwie, die waren zu viele Blätter oder sie haben sich zu viel gebeugt. Und da, hier sehen wir ein neues Blatt. Wo neues Blatt rausgekommen ist, er hat so fest gegen die Topf gedrückt, dass er praktisch rausgefallen hat. Und da habe ich ihm jetzt so, wie er es rausgefallen ist, in einen Topf mit Wasser gesteckt und ich hoffe, dass es etwas daraus wird. Vielleicht nicht, vielleicht ja, aber bis jetzt ist noch immer grün. Ich werde das in laufender Zeit beobachten. Deswegen rate ich es, Marantas allgemein in einen Hängetopf zu stellen und sie aufzuhängen, so dass ich zu Hause haben wir vielleicht am Boden nicht so viel Platz. Normalerweise sollte sie auf dem Boden kriechen, aber das ist das. Praktisch, ja, da braucht man eine größere Wohnung oder Haus haben. In kleinen Wohnungen geht das nicht. Dann kann man so wie Option einen Hängetopf nehmen. Schöne diese Makramee oder sowas. Und immer eine breitere Topf. Ich habe dieses Mal sowas nicht gehabt, aber nicht so engere, sondern etwas so tellermäßige als eine Schüsselform. Das ist die richtige Form für die Marantas. Hier sehen wir mein Medaillon. Der hat hunderte Blätter ausgespuckt und der hat sie noch einige. Die Blätter sehen etwas beschädigt auf einigen Stellen, aber das hatte die neuen Blätter nicht daran gehindert, rauszukommen. Er ist auch nicht größer geworden, er ist nur buschiger geworden. Das merken wir schon von weitem. Die Leute denken, dass zum Beispiel Calathea medallion normalerweise so lange Blätter hat und so streckt sich seitlich, aber das ist nur, weil der hat Mangel am Licht. Wenn die Pflanze jetzt nicht genug Licht bekommt, sie wird weiter wachsen in die Richtung, wo die Licht kommt. Wenn sie die ganze Zeit genug Licht bekommt, sie hat keine Not, jetzt nach Höhe zu wachsen, sondern sie breitet sich seitlich und wird buschiger dadurch. Ja, das ist der Fehler. Wenn Sie sehen, dass Ihre Calathea-Medaillon zu lange Stiele hat, das bedeutet, er bekommt nicht genug Licht. Das müssen Sie dann korrigieren. Eigentlich, Sie sagen immer so halbschattig von der Calathea. Ich habe bemerkt, dass Sie aber lieben. Sonne lieben, jetzt nicht diese starke, pralle Mittagssonne, aber auf jeden Fall Helligkeit ist das, was sie wollen. Ich habe hier Sebrina, vielleicht haben Sie meine voriges Videos geschaut und gesehen, dass ich mit zwei Sebrina gekämpft habe.
Das war mein Fehler, es war falsche Erde und es war zu viel Wasser und es war einfach ganz normaler, einfaches Fehler. Die Exemplar ist mehrere Wochen unter der Plastiksack gelegen, schon sagen wir 2, 3 Wochen, und irgendwie haben sie sich die Blätter erholt. Sehen Sie, hier sehen wir noch ein bisschen eingerollt. Was ist das Problem? Ist meistens, wenn Sie sicher sind, dass Sie gegossen haben und sehen Sie, dass die trotzdem Blätter sich einrollen, definitiv Erde, definitiv Wurzel. Raus aus der Erde, sofort. Das muss ein Problem mit Wurzel haben. Oder haben Sie viel gegossen oder irgendwas und jetzt die Wurzel können die Wasser nicht aufnehmen. Sie sitzen in diesem Wasser, fangen zu faulen. Und die Pflanze langsam stirbt ab, wenn sie nicht etwas unternehmen. Aber glauben Sie mir, Sie brauchen sich keine Angst haben, egal welche Fehler Sie gemacht haben, es ist korrigierbar. Muss man sagen, die Pflanzen, wir Menschen können uns nicht 100-mal regenerieren, aber die Pflanzen können immer wieder auf neue, durch ein bisschen Hilfe, wieder sich neu regenerieren und sie fangen wieder Neues an. Sie hatte mehrere Operationen auch gehabt, raus aus seiner Erde, dann wieder in zweite Erde, dann die zweite Erde, habe ich auch wieder zu viel übergossen. Noch eine Operation, raus, rein, raus, rein. Und Resultat ist das. Sie lebt und sie kämmt und hat nur ein einziges, das ist ein neues Blatt, ist nicht beschädigt überhaupt, nur eingerollt. Das bedeutet, dass die Pflanze nicht für die alle Blätter genug Feuchtigkeit aus der Erde ziehen kann und es noch immer die Wurzelprobleme sind. Aber wir müssen jetzt abwarten, dass die Wurzeln nachwachsen und desto die Pflanze mehr Wurzel produziert, desto schneller wird sie sich die Pflanze auch erholen und neue Blatt hervorrufen. Hier habe ich noch eine schlechtere Beispiel. Das ist Calathea crocata mit diesen schönen orangenen Blumen. Was ist hier auch wieder Problem gewesen? Hier war die schlechte Erde und war Stress. Die Pflanze hatte die Teilung sehr schlecht verkraftet, das hat sie überhaupt nicht gefallen. Die Erde hatte auch eine Rolle gespielt. Die haben mich, am Anfang war ich etwas böse, habe mir gedacht, okay, jetzt stirben wir. Aber ich habe wieder trotzdem nicht aufgegeben. Ich habe sie wieder umgetopft, natürlich Operation, wieder, immer wieder. Wieder unter die Plastiksack, mehrere Wochen. Und jetzt habe ich entschieden, dass sie trotzdem so ausschaut. Sie schaut gut aus. Was ist die Pointe? Sie sehen, die Pflanze trotzdem diesen getrockneten Blätter, sie steht ganz oben und die Blätter sind nicht runter oder sind gefallen, sie sind nur praktisch abgetrocknet. Das ist jetzt ein natürlicher Prozess. Die Pflanze wird jetzt jede einzelne beschädigte Blatt selbst töten, indem sie ihm auch die restliche Saft entzieht und ihm langsam wegschmeißt. Und durch diesen Prozess der Erneuerung, sie wird neue Pflanzen hervorrufen. Sie wird die ganze Oberfläche, da sehen wir noch vielleicht besser, das ist die White Star, das ist auch eine beschädigte Blatt. Ich sage, ich habe Fehler gemacht, ich habe gedacht, ich kann mit etwas billigerer Erde durchkommen. Nein, das haben mir die Calathea nicht vergeben, sie haben alle darauf reagiert und ich habe die ganze auf Kompo Blumen und Palmenerde umsteigen müssen und seitdem ist, sag mal, Prozess der Erneuerung. Was tun sie alle? Sie tun jetzt alle ihre alten Blätter, die beschädigt waren, selbst jetzt absaugen, töten sie sie ab, sie fallen ab und durch diesen Prozess sie bringen die neuen Blätter hervor. Allgemein sehen Sie trotzdem die trockenen Blätter, die Pflanze schaut nach oben. Wir müssen immer trotz der getrockneten Blätter die ganze Pflanze, gesamte Eindruck von Pflanze bewerten.
wie sie ausschaut und zu sehen, was ist wirklich mit ihr passiert. Das ist also, wie sie eine Pflanzisch sprechen könnten. Und dann in dieser Sprache, die Pflanze erklärt ihnen, okay, mir ist das passiert, das und das. Und sie natürlich verstehen diese Sprache Pflanzisch und haben sie kein Problem, sodass wir keine Pflanze sprechen, müssen wir, so wie wissen Sie, Pantomima jetzt deuten, was die Pflanze sagen will. Wie viele Wörter? Eins, zwei oder drei? Das ist die Sinn der Sache. Hier zeige ich jetzt, sehen Sie, das ist meine zweite Sabrina. Sie sitzt in so diesem Müllsack, welche ich von unten ein bisschen mit Wasser besprüht habe. Jetzt nehme ich den Sack ab, zeige ich Ihnen, was ist passiert. Genau. Sie ist noch nicht so weit und dann sagt sie, öffnen Sie sich die Blätter. Sie kann über die Blätter die Feuchtigkeit ziehen, hat bessere höhere Feuchtigkeit in der Sackerl. Wenn ich die Sackerl abnehme, sie fällt mir runter, beziehungsweise diese zwei Blätter, die große bleibt offen. Das bedeutet, es sind noch immer nicht genug Wurzel da. Aber mit Karate sollten wir auf jeden Fall geduldig sein. Es bedeutet nicht sofort, aber es wird. Es wird. Es ist die Frage der Zeit, wann wird es? So war die zweite Sabrina auch so in diesem Zustand. Aber die Sack hat geholfen. Wir erzeugen eine Greenhouse damit. Nur ein bisschen sprühen die Wasser drinnen. Sack drauf und ich lasse sie ganze Nacht über. In der Früh mache ich auf, lasse sie trotzdem gut luften. Sie rollt sie etwas auch wieder so ein, aber ich lasse sie trotzdem, weil ich die Wurzel fordern möchte. Ich habe sie mehrmals, sag mal, operiert. Sie war unter, keine Ahnung, sie wurde geöffnet 100 Male. Aber ich habe bemerkt, dass dort, wo die Wurzeln sind, so viele neue Pflanzen spreizen neue. Und ich habe sie wieder umgetopft mit diesen kleinen Steinen. Okay, sehen wir das besser, ja. Für die Feuchtigkeitshaltung oder für die Drainage, das habe ich sie jetzt noch einmal, drittes Mal umgetopft. Jedes Mal war für sie das urstressig. Und ich kann nur sagen, normalerweise sie sagen, oh, muss man mit Karate aufpassen beim Umtopfen oder sie reagieren sehr stressig. Welche Karate reagieren stressig? Nur die, die nicht hundertprozentig gesund sind. Und so schon irgendwelche Stress erlebt haben und sie reagieren deswegen wieder unter Stress und werden die Blätter rollen oder die Blätter hängen lassen. Also, gesunde Pflanze wird das nichts ausmachen. Ich habe Maranta auch zweimal umgetopft. Nichts hat ihm ausgemacht. Die Medaillon habe ich auch umgetopft. Kein einziger Blatt, sie hat kein einziges Blatt verloren. Ich habe ein oder zwei Blätter selbst abgeschnitten, weil sie da ohne Licht gestanden sind. Und sie hat nicht reagiert. Sabrina aber schon. Sie hat das nicht verziehen, aber ich habe mich nicht so sagen wir, negativ positioniert habe. Ich habe alles versucht und nicht aufgegeben. Rate ich noch einmal beim ersten Merken, wenn Sie jeden Tag die Pflanze ansehen, Sie werden schon merken beim ersten Blick, okay, mit meiner Pflanze stimmt etwas nicht. Oder Blatt ist angerollt oder so. Und das sind die erste Zeichen, muss man da schnell reagieren und nicht aufgeben, es wird schon. Das ist dieser Prozess bei der Krokata. Sie wird das jetzt, diese Blätter selbst austrocknen, aussaugen und dadurch wird sie dann, die Saft geht nach unten und aus der Erde kommt wieder neue Pflanze. Deswegen die größte Problem beim der Zimmerpflanzen, allgemeinen Pflanzen ist Überwässerung. Ich habe überall gelesen und sie alle sagen, ja, muss man die Calathea eher feucht halten, nicht austrocknen lassen, bla bla bla. Nein, genau Gegenteil. Lass mal sie austrocknen. Sie gießen nie, so lange nicht, bis die Erde nicht trocken ist, ja? Die Erde muss ganz trocken sein.
Wann das 2 Wochen sind oder 3 Wochen sind, unwichtig, kommt darauf an von der Erde. Wenn sie haben weniger Wurzel und mehr Erde, dann braucht mehr Zeit, um zu trocknen. Aber sie gießen nicht, weil irgendwo jetzt steht, muss man sehr feucht halten. Nein, sie gießen nicht, solange die Erde nicht abgetrocknet ist. Solange es feucht und sie spüren diese Kälte und Feuchtigkeit und klebt an ihren Nägeln und so, nein, sie gießen nicht. Und weil das bedeutet, dass sie schon 3 Wochen nicht gegossen haben, sie gießen es noch immer nicht, bis die Erde fast zur Hälfte, sogar mehr als Hälfte ausgetrocknet ist. Jetzt mit dem Finger natürlich ist das schwer. Ich habe mir so ein billiges Zeug beim Amazon besorgt, ein Feuchtigkeitsmeter oder Moistmeter, wie die Amerikaner sagen. Und da kann ich pH und Feuchtigkeit bzw. Licht, das nutze ich nicht, aber pH und Feuchtigkeit ablesen. Natürlich einfach einstecken. Demonstrieren wir so auf den Krokater. Jetzt kann ich nicht die Finger bis zum Ende des Topfes hinstecken, aber stecke jetzt diese Mitte. Ja. Das ist pH. Was steht? Steht bisschen mehr als 7. Nicht gut. Zwischen 6 und 7 sollte es sein. Deswegen die Pflanze, so schaut es aus. Es ist irgendwelche chemische Reaktion in der Erde, was die Erde zu viel sauer macht. Ja, Alkali, natürlich zu viel etwas. Ja, genau, warten Sie jetzt. Moist, Feuchtigkeit, umstellen und kurz so 5 bis 10 Sekunden warten. Sehen Sie, jetzt bewegt sie, es ist 10. Schauen wir mal, wie viel noch. Sie gießen, wenn er 3 ist. Sie gießen nicht, bis die Skala nicht auf 3 runtergegangen ist. Alles andere ist Wasser. Sehen Sie, jetzt werden Sie nicht so genau mit Ihren Fingern nie wissen, was drinnen oder pH jetzt bestimmen mit Ihrem Finger oder mit irgendwas anderes. Hier können wir pH bestimmen und die Feuchtigkeit gleichzeitig. Wieso ist das gut? Das können wir dann sofort, wenn wir irgendwelche Probleme bei der Pflanze, so wie beim Krokater jetzt feststellen, können wir sagen, okay, pH, etwas ist dann nicht in Ordnung. Vielleicht sollte ich sie mit dem purem Wasser ausspülen, gut, dass ich diese Sauerkeit, diese alkalische rausspüle. Sie ist zum Beispiel jetzt okay, die Skala geht noch immer. Etwas, sie kommt vielleicht um 7. Sehen wir hier das? Oh, sehen Sie, das sind 15 Sekunden, wo wir warten und die Skala langsam jetzt bewegt sie. Das ist auch die Zeichen, dass diese Moistmeter funktioniert. Okay, es wird noch. Okay, schauen wir mal, sehen Sie das? Sehen Sie das? Das ist jetzt guter Ratgeber, um zu wissen, okay, gieße ich oder gieße ich nicht. Vielleicht gieße ich, aber nicht zu viel. Oder pH ist nicht nur in Ordnung. Okay, dann spüle ich sie durch. Natürlich, wir haben hier großartige Hilfe, um zu feststellen, wie es unsere Pflanze geht. Bis die Mette noch etwas arbeitet, zeige ich Ihnen noch paar andere tropische Pflanzen, die ich seit neuestem haben. Das ist eine Locasia. Friedeck, wie Sie sie nennen. Sie hat 2 Blätter, 3 Blätter und die neue ist in Anmarsch. Die neue hat diese kleine gekostet. Ja, der wird auch abfallen und kommt neues Blatt. Auch die gleiche Pflegebedingungen, so wie bei Calathea, nicht gießen. Sie gießen nicht, wir werden jetzt auch Moistmeter da verwenden, um zu sehen, was sagt bei Maloka, nicht gießen, bis die 3 nicht erreicht hat. Natürlich, hier ist die Kaskade noch etwas. Sie kommt vielleicht durch 6. Ich kann sagen jetzt, okay, die pH ist mir etwas zu hoch. Die ist nicht so viel nass, ich riskiere und spüle ich sie einmal gut durch. Ich sammle Regenwasser und ich werde sie gut mit dem Regenwasser durchspülen.
Jetzt können wir das abnehmen. Wir nehmen das ab, ja, und stecken wir jetzt in unsere Alokasia. Und was sagen wir hier? Okay, wir starten vom pH. Das ist auch etwas höher. Beim Alokasia sollte es sein, weil die mögen es ein bisschen diese Säure, das habe ich durch den Kaffeesatz, ein bisschen die Erde gereichert mit dem Kaffeesatz. Das habe ich gelesen, dass sie etwas säurige Erde brauchen und so ein bisschen mehr sieben ist genau vielleicht das, was sie haben wollen. Jetzt sehen wir hier. Natürlich ohne jetzt Finger zu stecken und nimm natürlich einfach nur überall. Sie brauchen diese eine Moistmeter von 10 Euro und eine nach dem anderen stecken Sie in der Pflanze und schauen Sie, und was ist da drin los. Das bedeutet auf gar keinen Fall gießen. Wir brauchen nicht gießen. Sie ist feucht genug, würde ich sagen. Ja. Was ich noch einmal ansprechen wollte, das sind Schädlinge, es ist Zeit dafür, sie verkriechen, sie kriechen, sie fliegen, sie suchen, sie tun alles. Habe ich ausprobiert, viele Sachen haben funktioniert, haben nicht, aber ich muss immer sagen, das ist ein ewiger Kampf und ist immer so abzuwägen. Sie können sie nicht alle austreiben, aber sie müssen sie in der Schacht halten, beziehungsweise wissen, wie man sie nicht erlaubt, sich zu vermehren. Wenn sie einmal nachlassen, sie übernehmen die Hand und da können wir sie, dann ist die ganze Kollektion in Gefahr. Was habe ich gemacht? Muskat und Zimt, ganz normal aus dem Geschäft gekauft und gestreut auf der Erde, überall. Natürlich, das wird mit Gießen, wird dann Muskat auch in die Erde andringen und das mögen die Larve beispielsweise nicht. Natürlich, ohne pure Chemikalien, ich habe auch verschiedene Sachen vorher verwendet und Kieselgur auf den Blättern und so. Kalatea sind etwas damit, ja, sie mögen keine Nemöl, sie mögen keine Sprays, keine Chemikalien, das mögen sie überhaupt nicht, sie reagieren sofort, zum Beispiel solchen Flecken und so. Deswegen, das ist der noch bessere Weg, Schädlinge überhaupt nicht zu haben, indem sie Zimt und Muskat auf die Erde streuen. Und einfach, Sie werden sehen, in dem Moment, wo Sie das jetzt drüber streuen, sofort, wenn einer da ist, der fliegt schon weg. Dann sie werden sie verlassen und dann kleben sie an dem Fenster oder sonst, können sie sie alle, sagen wir, töten und dann entfernen sie sie und die neue werden sowieso nicht kommen. Und sie müssen aber die ganze Kollektion damit behandeln, so dass jede Pflanze geschützt ist und nicht eine vergessen und die, beispielsweise sammeln sie sie beim zweiten. Schauen Sie, das ist etwas leichter. Am Anfang ist es etwas schwieriger, muss man sich jetzt auskennen, das, aber mit der Zeit, Mensch lernt langsam, hat eigene Erfahrung, lernt die Pflanze, lernt aus seinen Fehlern, hört etwas Neues und ich bin immer dafür, offen zu sein und auszuprobieren und nicht sagen, oh mein Gott, das würde ich nie tun oder diese und diese. Nein, ausprobieren ist die Devise. Aber hier sehen wir, ja, das ist der 9er, bis nicht 3 ist, wird nicht gegossen. Egal welche Pflanze ist da jetzt. Das bedeutet, dass schon mehr als Hälfte trocken ist und dass man ruhig jetzt nachgießen muss. Und rate ich natürlich von unten zu gießen, machen oder reservieren Sie Zeit, wenn Sie mit meine oder nehmen, genießen Sie Ihre Pflanzen als Entspannung und schenken Sie denen mehr Zeit und gießen Sie von unten. Ich nehme einen Teller, gebe ich Wasser hinein und dann die Topf und dann sie zieht von unten alleine, weil oben sehen Sie, ist zum Beispiel das gestreut. Wenn ich jetzt das nass machen würde, dann ist der ganze Schutz aus und das wollen wir nicht. Natürlich immer von unten. So, ich hoffe, ich habe Ihnen heute
etwas Neues beigebracht oder einen besseren Tipp gegeben. Seien Sie mutig, egal wann etwas schief läuft, es wird schief laufen. Die Pflanze muss sich einleben, wenn sie neu zu Hause kommt. Einige vertragen es besser, einige schlechter, aber mit der Zeit, die Pflanze hat auch keinen Wahl, sie wird sich adoptieren müssen, vielleicht sie wird nicht die hübscheste, aber sie wird sich an die Bedingungen in ihren Wohnung gewöhnen. Aber ich habe momentan, zeigen wir noch einmal, 22 Grad mit 67, das passt, die mögen es, die sind damit zufrieden. Rattensnake, sie ist wunderschön, hellgrün, meine ich, sie ist auch zufrieden, die Mister, sie schläft schon. Deswegen, das wäre eine optimal 65 und dann am Abend schließen sie alles ab und die Feuchtigkeit wird sie sich in der betroffenen Zimmer oder in der Wohnung besser halten und über die Nacht sind sie versorgt, brauchen sie keinen Luftbefeuchter und in der Früh lufte ich dann eine Stunde durch und dann erst schalte ich wieder die Luftbefeuchter, dass er diese Feuchtigkeit wieder nachholt. Hier habe ich meine Sabrina vergessen. Sie ist ein bisschen in dem Wasser mit Wasserstoffperoxid aus Gründen vom Schimmel. Sie haben sicher bemerkt, wenn Sie etwas so pflanzen wollen oder bewurzeln wollen, die Schimmel ist das größte Problem. Immer Wasserstoffperoxid in dem Wasser. Wasser öfter wechseln und jedes Mal einen Schuss Wasserstoffperoxid hinein und er wird jegliche Schimmel oder Unreinheiten töten. Ja, das war's. Ich wünsche Ihnen, wo sehen Sie, vielleicht sehen Sie, sie fängt schon jetzt sich einzurollen. Sie sagt, oh Mami, Mami, gib mir meinen Sack, wo ist mein Sackerl, wo ist mein Sackerl? Da ist der Sackerl. Ganz normal, sollte durchsichtiger Sackerl sein, so dass die Licht und Sonnenstrahl durchgehen kann. Ich hatte keinen leider in die Größe, dass die ganze Pflanze jetzt reinpassen könnte. Und bis jetzt, sehen Sie, das ist die Blatt, welche das, sagen wir jetzt, sich regeneriert hat. Diese Blatt auch, aber diese Blatt leider nicht. Der jammert noch immer und ist unzufrieden. Aber sehen Sie, das sind die paar Sachen. Nicht vergessen, nicht gießen, überhaupt, bis die Erde nicht trocken sein. Die stirbt nicht. Die wird vielleicht die Blätter hängen lassen, aber sie stirbt nicht. Wenn Sie sie überwässern, und das ist ein oder zwei Tage maximal, sie sind in der nasse Wasser oder steht zu nass, es sind praktisch irreparable Schaden. Nicht zu gießen und Pflanze ein bisschen austrocknen zu lassen, sie wird es überleben. Aber sie wird sehr große Schaden tragen, wenn Sie sie überwässern. Weniger in diese Situation ist weniger ist mehr. Mehr ist nicht mehr. Und bitte nicht düngen. Verzichten Sie auf Dünger. Die jegliche Erde ist schon vorgedüngt. Sie müssen extra nicht gedüngte Erde suchen. Aber alle Erden bzw. alle Typs von Erden sind schon vorgedüngt und wenn sie dann noch düngen, dann ist der Drama wieder vorprogrammiert und dann würde ich raten, wenn schon düngen, dann mit natürlichen Hausmitteln als Milch, als Kaffee oder sonstige, keine chemische Dinge brauchen sie sowieso nicht und ich habe nicht bemerkt, dass die Kerle der irgendwie die Düngen vermisst. Das vermisst sie nicht, die Erde hat schon vielleicht, deswegen ist die pH manchmal so oder so, weil die Erde, kommt darauf an, wie ist die Erde vorgedüngt und wie ist die chemische Reaktion mit den Pflanzen zusammen. Ja, das ist das für das Ende. Ich wünsche alles Gute, ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen, so eine kleine Home-Video. Aus dem echten Leben, pure Reality, keine
Show, keine Maske, keine irgendwelche, keine Ahnung, jede Fotobearbeitung oder Video, ganz Realität, was kann passieren, was ist und wie können wir es besser machen. Bis bald, tschüss!